In Görlitz scheiden sich die Geister. Bei der letzten Bundestagswahl verlor Michael Kretschmer seinen Wahlkreis an die AfD. Gestern holte er ihn zurück. Es wird sich nicht viel ändern, sagen wir es mal so. Wird sich nicht ändern, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich hätte mal gern gesehen, wenn man eine andere Partei dran gekommen wäre. Welche denn genau? Naja, man weiß ja welche. Die haben ja die zweite Stimme gekriegt, die AfD. Und wenn es eine Demokratie ist, dann müssten sie eigentlich auch mit ans Ruder nehmen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Wahlausgang. Wir haben es uns so gewünscht, wir haben es erhofft, dass die Vernunft siegt und dass der Herr Kretschmer ist gut für uns. Deutlich mehr als sonst, um die 67% sind diesmal hier wählen gegangen. Neben CDU- und AfD-Anhängern gab es auch andere Stimmen. Schockierend. 27,8% für die AfD. Das ist sehr, sehr viel. Sehr viele Stimmen, die für Menschenfeindlichkeit stehen. Sehr viele Stimmen, die für Spaltung stehen. Und ich hätte mir ein paar mehr Stimmen gewünscht, die für Mut stehen. Nicht so begeistert, weil meiner Meinung nach die CDU nicht so viele Stimmen verdient hätte. Wer hätte denn mehr Stimmen verdient? Die Freien Wähler zum Beispiel. Wie sich die neue Landesregierung zusammensetzen wird, das beschäftigt über alle Lager hinweg viele. Bleibt spannend. Also ich bin sehr gespannt, was für Koalitionen sich finden werden. Ich kann mir gut vorstellen, was nicht passieren wird. Also schwarz-blau, denke ich, werden wir nicht die erste Region, die das so machen wird. Mal gucken. Görlitz am Tag nach der Wahl. Die politische Spaltung in der Stadt bleibt, wie auch in den anderen Regionen Sachsens.